Hallihallo Leute, da sind wir mal wieder bei einer neuen Runde Isaac. Und beim letzten Mal haben wir mit Eve gewonnen hier. Und ich würde sagen, diesmal probieren wir mal. Ja, probieren wir denn mal? Wollen wir Kane probieren? Kane oder Samsung? Ich habe Lust auf. Auf Eden habe ich gerade Lust. Wir spielen Eden. Probieren Eden mal aus. Was kann Eden denn so schönes? Hey, wir haben Eden mit Iroh und er hat ein. Ich weiß gar nicht, was für ein Item. Was macht dieses Item? Ach, es macht uns kurz unbesiegbar. Wir können es, glaube ich, einmal pro Raum benutzen. Heißt, es ist so ein richtiges Notfall-Item. Aber wir finden hier im allerersten Raum direkt das Book of Revelations. Was ich deutlich bevorzuge, da wir uns so immer ein Herzchen holen können. Wir haben hier den ersten Boss gefunden und haben den Geheimraum gefunden. Wir haben den Geheimraum für uns finden lassen. So. Wir machen relativ viel Schaden eigentlich. So, heben den Kopf mal kurz auf. Wir wollen ihn aber nicht behalten. Können ihn nachher vielleicht noch benutzen, um. Hey, die Batterie. Können uns wieder ein Herzchen dazu holen. Können ihn nachher vielleicht benutzen, um den Supergeheimraum zu suchen. Wenn wir die Ebene komplett erkundet haben. Das ist doch eine spinnenspawnende Spinne, oder? Wir werden es nie herausfinden. Schauen jetzt mal hier rein. Hier bekommen wir. Tasche und wir zwei Trinkets tragen könnten. Aber wir haben keine Münzen. Das hilft uns jetzt alles nichts. Ich meine, ich bin ja sowieso nur reingegangen, weil ich kostenlos reinkam. So, eins tot und das zweite tot. Ich will gerade schauen, was wir denn für Stats haben. Okay. Haben wohl eine recht hohe Range und ja. Vermeini. Gibt uns Vermeini einen. Ich hoffe es doch, Vermeini sollte uns, wenn ich das richtig denke, einen Cube of Meat geben. Oh Mann, da sind wir echt schlecht ausgewichen. Und wir haben fast keine Batterie mehr, sagt uns das Spiel gerade. Das vielleicht muss ich gleich mal den Controller mit dem Kabel an meinem PC anschließen. So, ein Cube of Meat. Ich hoffe, dass wir noch ein paar weitere Cube of Meats bekommen. Das wäre schön. So, und jetzt wollten wir noch nach dem Geheimraum suchen und uns dafür oben kurz das Ding holen. Ich habe ja eine Vermutung, wo der Geheimraum ist. Ich glaube eigentlich nicht, dass Steine davor sein können. Also müsste der Geheimraum eigentlich hier unten sein, wahrscheinlich. Ja. Nehmen wir uns das weiße Herzchen mit und schauen mal hier vorne hin, was wir hier noch so machen können. Gibt es irgendwas, was wir schlau sprengen können? Wir sprengen einfach mal Steine. Gut. Haben nichts davon gehabt, aber auch nichts verloren und können jetzt weiter in die nächste Ebene. Auf geht's.
Ich hoffe, mein Controller hält noch lang genug. Okay, jetzt müssen wir die ganze Zeit uns merken, wie viele Herzen wir noch haben. Wir haben im Moment noch 1,5 Silberherzen und 3 rote. 1,5 Silberherzen. Ein Pilz, was machst du, Pilz? Damage Up. Du bist ein Damage Up. Damage Ups sind immer schön. Da freue ich mich. Ich hätte zwar lieber gerne gerade ein paar Tiers Ups. Der ist rot, blau, ich weiß es gar nicht. Also ein Fleisch, was eine andere Farbe hat auf jeden Fall. Und dadurch schießt er ab und zu random nochmal in eine Richtung. Also zusätzlich. Und mir fällt gerade auf, wir haben das Book of Revelations liegen lassen. Ihr dürft mich jetzt alle hauen, aber wir haben das Book of Revelations liegen lassen. Heißt, unser tolles Super-Item, was wir zusätzlich bekommen haben, ist weg. Jetzt haben wir nur kostenlose Sprengungen alle paar Räume. Ist nicht schlecht, aber im Vergleich zu Book of Revelations, was uns alle 8 Räume ein Silberherzchen gegeben hat, ist es nicht so gut. Willst du kommen mit? Ja, nach rechts ging es hier nicht. Nervige hüpfende Gegner hier. Aber ich glaube, es sind nicht die, die ganz hoch hüpfen. Ganz hoch hüpfen, also weghüpfen tun sie nur, wenn sie zusätzlich noch so blutig sind. Lässt mir ein Herz fallen. Aber damit kann ich jetzt anfangen, weil ich immer noch 2,5 Silberherzen habe, die meinen normalen Herzen schützen. So. Ich habe die ganze Ebene erkundet und kann auch den Bossraum jetzt machen. Den Bossraum noch. Schauen mal, was macht ein Rage Up. Ich muss sagen, ich mag diesen Raum hier sehr. Weil wir relativ geschützt sind. Zumindest vor diesen Angriffen. Bei den anderen Angriffen müssen wir in Deckung gehen. Aua! Ab und zu rutscht er aber auch bis hier rein. Aber dann kommt er kaum raus. So. Nehmen die Peitsche. Shot Speed und Damage Up. Shot Speed wollte ich sowieso upgrade. Beziehungsweise ich wollte eigentlich ein Tiers Up. Und Shot Speed Up ist auch schön. Warum haben wir denn ein rotes Herz Schaden gehabt? Und können uns jetzt hier ein Item holen, wodurch wir fliegen könnten. Wir nehmen den Brimstone mit. Diesen Brimstone. Wir haben also ein Damage Up. Das als Evil Up. Und nehmen das mit. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie viele Herzen wir haben. Aber wir können uns jetzt ins roten Herzen immer umwandeln. Ich will jetzt auch nochmal nachschauen, ob der Teufelsraum noch offen ist. Bitte lass den Teufelsraum noch offen sein. Okay, er ist nicht mehr offen. Dann hätten wir nämlich noch sprengen können, schön. So wird es mit dem Sprengen ein bisschen doofer. Hier habe ich vorhin schon gesprengt und den blauen Stein geholt. Hier kann ich nicht sinnvoll sprengen. Hier waren wir da schon drinne. Ich glaube, wir waren hier noch nicht drinne. Gehen wir mal rein und schauen mal, dass wir Monstro... Ja, Monstro sollten wir tot kriegen. Aua. Ich weiß nicht, wie viele Herzen ich habe. Deshalb habe ich jetzt mal ein Herz... Also ein rotes Herz geopfert für ein paar... 48 Hours Energy. Habe ich gar nichts von. Danke. So. Da mein Item sich halt nicht auflädt, sondern ich einfach nur Herzen für brauche.
So, wer kommt jetzt als Gegner? Oh Gott. Kann ich mich überhaupt noch behinderter treffen lassen als da eben gerade? So. Zack. Wie machen wir denn weiter? Ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal hier unten in den Stachelraum. Beim Reingehen bekommen wir nämlich eh keinen Schaden. Was machst du? Du machst volles Leben und du machst einen Range-Up. Ich hätte die vollen Lebenpillen erst nachher nehmen sollen, aber wahrscheinlich haben wir eh gar kein rotes Herz. Und dann wäre es sowieso egal. Jetzt schauen wir doch nochmal hier rein, was es hier so gibt. Wir könnten hier das Ding ins nehmen, wofür wir Münzen öpfern müssen. Nehmen wir lieber mal die Full Health Pille mit und nach Bomben, ja, Bomben gebe ich jetzt keine aus und kaufe auch keine und gehe weiter in die nächste Ebene. Ich will jetzt endlich wissen, wie viel Leben ich noch habe. Na, wie viel Leben haben wir noch? Wahrscheinlich nur weiße Herzen. Ja, wir haben nur weiße Herzen gerade. Okay, fliegen wir kurz hier rüber, schauen da rein. So, gehen in den Kampfraum. Aber gut, dass ich die Full Health Pille mitgenommen habe. So kann ich wenigstens mein Leben jederzeit auffüllen. Alle roten Herzen, die ich habe. Au, 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 au. Können wir endlich sterben, bitte? So. Der letzte. Die letzten. Und noch Spinnen. Warum habe ich zusätzlich noch Spinnen geholt? Musste das sein? Ich habe keine Ahnung, wie ich das eben so lange geschafft habe, ohne Schaden zu bekommen. Also wundert mich auch nicht, dass ich am Ende noch Schaden bekommen habe. So. Was machst du? Range down. Was machst du? Explosive Diarrhea. Health. Und ich darf nicht durch den freigesprengten Raum. Darf ich jetzt dadurch? Nein, ich darf immer nicht dadurch. Okay. Aber ich weiß zumindest, wo der Geheimraum wäre. Ich glaube, ich werde auch gleich reingehen. Er ist gegen unseren Cube of Meat gehüpft und dadurch gestorben. Wir schauen erstmal hier rein. Ja, eine Revenge Fly. Sehr schön. Zum Glück haben wir noch unsere Full Health Pille immer dabei. Das ist ein weißes Herzchen. Das müssen wir nachher auf jeden Fall mitnehmen. Wir können es eigentlich auch gleich mitnehmen. Weil wenn wir alles über ein Herzchen verloren haben, sind wir tot. Also von daher. Nehmen wir es mal gleich mit. Dann macht unsere Full Health Pill auch endlich wieder Sinn. Naja. So. Springen wir uns mal hier rein. Was gibt es hier Schönes? Schlüssel für uns. Schlüssel sind was Schönes. So. So. Nach unten links hier rein. Aber da wird es auch nicht groß weitergehen. In den Raum, wo wir uns Schaden zufügen können. Das lassen wir erstmal schön. So, tot. Zuerst das Ding in der Mitte töten, dann den Rest. Aufgesprengt. Dich gesprengt. Hier runter und euch kriege ich. Ja, ihr seid kein Problem.
Den Schlüssel kurz aufgehoben und die Viecher getötet. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal schnell hier rein. Gucken, wer der Boss ist.